Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Farmers Dynasty. Hallo und herzlich willkommen. Im Hintergrund kann man es sehen. Ich habe da mal so ein bisschen, was ist denn eigentlich? Ich muss mal kurz ein Mikrofon, sorry. Ich habe da so ein bisschen fertig gepflügt hier bei dem Sam. Und was soll ich sagen, kaum waren wir damit fertig, meint der Knilch gleich schon wieder uns weiter ausnutzen zu müssen. Wir sollen nämlich sein Gewächshaus reparieren. Würde sagen, das machen wir mal zusammen, weil so auf dem Feld rumfahren, das haben wir jetzt schon 100 Mal gesehen. Aber, so, warte mal. Wieso kann ich nicht mehr springen? So. Aber die anderen Sachen noch nicht so, beziehungsweise das ist ja das, was in diesem Spiel halt neu ist, was in dem Spiel, ja, ein bisschen einzigartig auch ist, und deswegen würde ich sagen, wir machen das so. Jetzt muss ich mal erstmal pennen gehen. Ihr seht auch, ich habe hier ordentlich futtern müssen. Aber Der Schlaf ereilt mich. Das heißt also, im Spiel, in Ingame-Zeit, haben wir jetzt wirklich den ganzen Tag gebraucht, um mit einem Zweischar-Flug dieses Feld zu flügen. Was ist denn los heute? Wir haben heute Abend noch einen Aufnahmetermin mit einem Team. Das soll ja was geben. Okay. Wir sind wieder fresh. In den kommenden Tagen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir die Kühe zweimal melken können, aber wir haben ohnehin einen Milchüberschuss. Das heißt, wir können, bevor wir hier Strip-Strap-Stuhl machen, erstmal einmal ein bisschen frühstücken. Ne, leckeres gekochtes Ei und dazu ein bisschen Milch. So soll es ja sein. Und dann ziehen wir der Kuh mal hier kräftig an dem Schwanz. Und wenn wir das machen, fällt unten die Milch raus. 3 Milch. Ich frage mich, ob wir halt irgendwie reichen können, dass diese Kühe noch mehr Milch geben. Also wenn wir die vielleicht ein bisschen düngen oder so, ne? Kann ja sein. 11% Heu haben wir noch, das heißt, da müssen wir uns noch keinen Gedanken machen. Und wir können natürlich auch die Milch verkaufen, sondern wir nicht zu viel haben, aber im Moment haben wir noch kein Problem. Wir haben irgendwie 10 Milchkannen im Rucksack und wer das kennt, eine Milchkanne, 20 Liter, glaube ich, ist überhaupt kein Problem, 10, 20 Liter Kannen im Rucksack zu haben. Ist ja auch bei anderen Spielen so, da kann man auch ne, zum Beispiel die Baumaterialien für ganze Siedlungen bei Fallout im Rucksack haben. Überhaupt kein Problem. Kennt ihr ja schon. So. Dann gucken wir mal eben, ob die Hühner hier ein paar Eier verloren haben. Oh ja. Oh, lecker. Jetzt habe ich Hunger auf Eier. Oh, so richtig schönes Rührei heute. Mmh. Wie macht Rührei ihr? Wie macht ihr denn Rührei? Ich mache das immer so mit Ei. Geil, ne? Also hier lernt ihr noch was. Und wo sind jetzt? Und, guck mal her. Alte Maschine Flug, alte Maschine Traktor. So. Und dann 3 Löffel Milch oder so. Und dann natürlich ordentlich Salz und Muskatnuss. Jawohl. So, hier sollen wir reparieren. Ich würde sagen, dann schleifen wir hier mal ein bisschen ab. Ja, und das heißt für die Sämaschine, damit wir dann, ja, mal gucken, wie das aussieht, wenn wir sehen. Wir haben ja schon geerntet, haben das schon verkauft. Und da müssen wir oben bei Frank nochmal vorbei, um ihn seine Frau ausspannen, beziehungsweise die Nachbarin. Das ist ja nicht seine Frau, das will man ja nie machen. Und wir haben ja extra Pralinen und Ringe und alles. Damit, ja, wie ich schon in der letzten Folge sagte, unser Keller voll wird, damit gekocht wird. Apropos Kochen, ich möchte mir gleich dann auch wieder was Leckeres kochen. Heute wird es wahrscheinlich... Ich überlege, ob es Simpide. Ich habe auch noch irgendwo. Wie heißt es denn? Ja, so türkische Pizza halt, ne? So. Ich hoffe ja. Und das fällt mir gerade ein, da müssen wir auch nochmal gucken bei House Flipper. Ja, dass vielleicht noch das Perk-System so ein bisschen überarbeitet wird. Das ist auch dann, dass irgendwann mal andere neue Maschinen auch noch für die Handarbeit kommen. Ich meine, schon mal cool, dass es jetzt in der laufenden Beta- oder Early Access-Phase jetzt neue, komplett neue dazugekommen sind. Und ja, mal schauen.
Mal schauen, was da los ist. So. Okay. Immer hier diese Rostanfälle. Da muss man ja fragen, ob die das irgendwie nie was. Ja, aktualisiert. Hat er mehrere Gewächshäuser oder was? Hä? Der hat gar kein Dach. Was ist. Also, weißt du, Gewächshaus reparieren, aber kein Dach um. Hä? Repariere Sams Gewächshäuser. Ja, das Dach fehlt halt wahrscheinlich noch. Ist noch was kaputt? So. Da es offenbar auch Leute gibt, die glauben, dass ich das nicht weiß, erwähne ich es nochmal. Für die, die es wirklich nicht wissen. Und zwar, ihr könnt die Gerüstwaffe entfernen, drauf zulaufen und die Taste E drücken. Das konnte ich halt noch nicht zeigen, deswegen, also damals in der, ich habe ja sehr früh die ersten Versionen, habe ich euch ja gezeigt, hier, da waren wir ja der erste YouTube-Kanal, deswegen ist ja nie verkehrt, dass diesen Kanal zu abonnieren, denn auch von anderen Spielen bin ich eigentlich immer sehr, sehr früh dabei und jedenfalls, da ging das halt noch nicht, da konnte ich es nicht zeigen, dann habe ich irgendwann das auch mal gezeigt, aber wahrscheinlich nie ausführlich genug. Das heißt, ihr geht auf das Gerüst zu, wenn ihr davor steht, im Gerüst-Editier-Modus und dann könnt ihr das entsprechend entfernen. Zum Beispiel dann nützlich, wenn ihr auf dem Hof die Maschinen stehen habt und die stehen im Weg, wenn ihr irgendwo durchfahren wollt oder so, ne? So. Ich überlege gerade, ob ich noch Ziegenkäse habe, ne? Wenn ich hier das machen will mit schön mit Ziegenkäse, ist es ja dann wie heißt das? Feta? Dann eher griechisch, geht aber auch. Gab es ja diesen Skandal, ne? Irgendwie, da hat doch Lidl von den Packungen seines Frischkäses oder was war das? Da waren halt Kreuze auf so einem Zwiebelturm drauf und die dann weggemacht aus Rücksicht auf keine Ahnung was. Und sofort wieder hier in den sozialen Medien diese Dinge. Zum Beispiel in Österreich wird gerade sehr groß verbreitet oder wurde groß verbreitet, dass Nikolausfeiern und so jetzt nicht mehr gemacht werden sollen aus Rücksicht auf andersgläubige Mitbürger, was natürlich Quatsch ist. Also es gab es nie und da wurde auch nie darüber diskutiert. Und wie so eine Schlagzeile funktioniert, ist halt, indem man halt hingeht und fragt, den Bürgermeister oder die Gemeinde, du würdest doch auch nicht Nikolaus abschaffen wollen wegen dem und dem. Und da sagt natürlich der Gemeindevertreter, nö, würde ich nicht. Ne? Und daraus wird dann gemacht, Gemeinde wehrt sich gegen Abschaffung des Nikolaustages. Und was dann die rechtsverdepperten Knalltüten daraus machen, ist natürlich klar. Ne? Also so funktioniert das mittlerweile in den sozialen Medien. Ich bin heute wieder über diese ganzen Dinge gestolpert, wo die Videos betitelt sind mit der und der AfD schenkt dem und dem richtig ein und blamiert den und den anderen Altpolitiker. Also diese ganzen Formulierungen sind natürlich alle darauf gezielt, den Zuschauer in erheblichem Maße zu manipulieren. Fällt mir nur gerade in den Zusammenhang ein. So, der Sam. Danke, ich weiß das zu schätzen. Die Sämaschine gehört dir. Jetzt brauche ich etwas Ruhe. Sag mal, wieso brauchst du Ruhe, wo ich die ganze Zeit gearbeitet habe? Aria, hallo. Wo wir gerade von Aria sprechen, ne? Verstehst du? Das ist aber kein Aria, der redet Englisch. Hat er das wirklich gesagt? So, gut, dann fahren wir wieder mit unserem Fluch zurück zum Hof. Ich dachte übrigens zuletzt, dass wir möglicherweise hier vorne sogar dann doch ein Gruber liegen hatten. Aber nee, da ist ein Zaun umgekippt. Also selbst an solche Details wurde hier gedacht. So, können wir unterwegs noch was anderes machen? Achso, die Belohnung abholen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen Hin- und Herfahrerei. Ich war auch mal kurz tanken, weil der Tank ist leer gegangen. Und wenn das euch passiert, könnt ihr natürlich zurücksetzen und euch dadurch dann retten. Ihr seid aber 35, das heißt, ich sollte vielleicht mal wirklich trotzdem nochmal tanken fahren. Also wir gucken uns mal in die Tankstelle.
an. Wieso hat denn der da ein Haus ohne Dach stehen? Was ist denn falsch mit dem? Warum macht der sowas? Was geht denn da? Warum betone ich das so komisch? Ja, und es tut mir leid für die Leute, die sagen, ja, diese Rumfahrerei ist ein bisschen nervig, aber hey, was soll ich machen, ne? Das gehört halt dann in gewisser Weise zum Spiel und ich bemühe mich natürlich auch immer, interessante Dinge zwischendurch zu erzählen, auch wenn ich im Moment etwas angestrengt klinge, genauso wie den Euro-Truck-Simulator-Videos. Aber ja, der Einstieg ins neue Jahr war nicht ganz so, wie ich mir den überlegt habe. Das passiert schon mal. Das passiert schon mal. Trotzdem habe ich einfach Bock und habe auch so sehr bewusst, ne, was ich auch im Weihnachtsvideo so angesprochen habe, jetzt ausgesucht. Also das nächste Mal mal Hausflipper reingucken, Goldrusher wieder aufnehmen. So, wo ich Bock drauf habe. Factorio ist aufgrund der Kommentare ein bisschen anstrengend, aber auch da werden wir weiterspielen. Mal schauen. Und ich habe auch ein neues Spiel, drei neue Spiele auf dem Schirm. Vier neue Spiele auf dem Schirm. Mal schauen, wann ich mit denen anfange. Ist immer so ein bisschen schwierig. Da muss man mal gucken, weil ja, das dann erst die anderen Sachen wieder im Kasten hat, damit sich dann keiner beleidigt fühlt von den Projekten, die ja schon länger laufen. Wenn natürlich dann weniger Folgen kommen, dass dann trotzdem noch Folgen kommen, statt dass dann von was Neuem Folgen kommen. Ich sollte mir einfach nicht so viel Gedanken machen, aber ich versuche es ja auch immer bestmöglich, es allen recht zu machen, was aber nicht geht. Und ja, genau, hier, wo wir gerade vom Agrarshop sind. Kurz überlegen, ob wir noch was brauchen. Nicht, dass wir noch 100 Mal hinfahren müssen. Brauchen wir irgendwas? Haben wir denn Samen überhaupt für was wir jetzt ansehen wollen? Weiß ich gar nicht. Lass uns mal gucken. Was können wir am besten verkaufen? Raps und Soja und Lupine. Guten Tag. Guten Tag. So. Ich würde gerne kaufen. Samen. Was ist der? Sind das dann Samen oder wie ist das dann? Ich weiß es nicht. Machen wir mal einfach. Keine Ahnung. So, wird ja automatisch im Hoflager gelagert und wenn wir es falsch gemacht haben, müssen wir halt nochmal hinfahren. Wir sollten aber zügig darauf hinarbeiten, dass wir möglicherweise einen neuen Trecker bekommen. Allerdings, ihr seht schon, ne, mühsam nährt sich. Allerdings wissen wir jetzt auch, dass wir Stroh... Ach genau, das war das, genau. Strohprüfung. Nee, wie heißt das? Stroh... Verkauf. Genau. Ballenverkauf wissen wir, lohnt sich. Das heißt, wir werden demnächst dann die Ballen alle verkaufen. Solange wir... Müssen wir ein bisschen rechnen, ne? Also was lohnt sich da am ersten? Das mag ich ja. Wenn wir jetzt das in die Kühe reinstecken, da kommt natürlich Milch unten raus. Die Milch brauchen wir selbst. Ansonsten kaufen wir halt Milch relativ teuer. Wir könnten nämlich auch theoretisch verkaufen. Müssen wir mal überlegen. Ja, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich werde jetzt tanken fahren. Dann werde ich den Flug wegbringen, den wir uns verdient haben. Nein, den Flug wegbringen zum Haus und dann die Seemaschine holen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht mit der Seemaschine. Wissen wir ja noch nicht. Habe ich keine Ahnung. Ist bestimmt wieder sehr, sehr anstrengend, weil wir ja letztlich, die ist ja nicht so breit. Und bis wir uns das andere erarbeitet haben, ist es noch ein steiler Weg vor uns. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass man sich hier wirklich in einer sehr steilen Kurve die Sachen erarbeiten muss. Also wirklich sehr viel dafür machen muss, damit es vorangeht. Ist ja was, was sich Leute gerne auch beim LS wünschen, wo ich dann immer sage, ja, steht auch auf schwer. Nee, das ist aber zu lahmarschig. Ja, was willst du denn dann? Oh, weiß ich auch nicht. Es ist halt, na, man kann es nicht jedem recht machen, das ist halt so. So, kommen wir hier wieder ins Oberdorf oder Unterdorf. Kennt ihr das? Mir wurde das immer gesagt, so Oberdorf, Unterdorf. So. Und da bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert. Da hängt jedenfalls schon mal irgendein Marker in der Luft, der da nicht hingehört. So, Enter. Kaufen. Liter gehen nur in den Tank rein? Mhm. Und schon fast wieder leer.
Okay, also, wie gesagt, ich würde sagen, ich verräume jetzt mal die Maschinen. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal testen. Naja, wir müssen auch noch Mähdreschen eigentlich. Also wenn wir mal testen, wie das alles funktioniert. Mit Mähdrescher kennen wir schon. Aber mit Sämaschinen, ich gucke immer hier auf den Höfen, ob die Leute noch irgendwas zu erzählen haben. Aber hier vorne läuft gerade keiner rum. Ich dachte auch, bei den Hühnern hätte vielleicht Eier klauen können, aber naja. Gut, also euch danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch denn wohl. Auf Wiedersehen. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.